So, herzlich willkommen zu Andöttings wunderbare Welt der Fotografie. Heute besprechen wir mal zwei Arbeiten von mir. Hier haben wir eine Arbeit für das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandorte und Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz. Und gleich daneben haben wir noch ein Plakat auch von mir für die Wiener Linien. Beides waren zwei Kampagnen. Da waren drei Plakate und bei der waren zwei Plakate und vier Anzeigen. So, und das schauen wir uns dann mal an. Zufällig hängen die ja gerade nebeneinander. Sehr lustig. Wir sind wieder zurück im warmen Studio. Und ich werde euch jetzt mal ein bisschen was erzählen über solche Kampagnen, weil ich denke mir, dass die meisten von euch sowas nicht wirklich kennen. Also das ist schon ganz lustig. Hier ist auch Mood Brightener. Für Fotografen guter Mood Brightener sind immer solche Werbekampagnen, weil dann hat man schöne Fotos und es ist immer ganz nett, wenn man seine eigenen Fotos in der Stadt sieht. So, zwei Plakate habe ich euch ja schon gesagt, aber es waren gleichzeitig in dieser Zeit, hatten wir hier noch für die Kronenzeitung die österreichische Skispringer-Nationalmannschaft fotografiert. Sind Anzeigen, kommen aber auch noch Plakate, was ich weiß. Jedenfalls Copyright, dafür haben sie schon bezahlt. Post waren auch Anzeigen, auch alles jetzt gleich um diese Zeit. Und hier habe ich eine Anzeige gefunden von den Wiener Linien als Anzeige. Und wir reden aber gleich eh drüber. Da sieht man auch schon Hochformat. Das muss im Hochformat genauso funktionieren. Aus demselben Foto raus, wenn es irgendwie geht, damit die nicht zweimal retuschieren müssen. Gut, gleichzeitig hingen noch welche Sachen. Wiener Wohnpartner war noch was. Vielleicht gucken wir uns da noch was an auch. Ist auch egal. Also es war wirklich einiges zu tun, was mich sehr freut natürlich. Und jetzt erzähle ich euch mal gerade über die beiden, die wir uns die Plakate angeschaut haben. Das eine ist hier Wiener Linien. Das ist eine Kampagne, die sehr genau durchgestylt ist und auch durchgecheckt ist mit dem Kunden und allem. Wo wir auch genug Budget hatten, dass wir gecastet haben, haben wir eine professionelle Casting-Agentur angeheuert. Die casten den ganzen Tag Live-Casting, holen sich Leute von der Agentur, wird ausgemacht, wie viel Budget dafür da ist. Und dann wurden die Leute ausgesucht, an dem Tag gebucht. Haare, Make-up, zum Beispiel diese Punkerin, die hier auf dem Bild ist, Punkerin mit einer älteren Dame zusammen, die so zusammenhalten sollen in der Straßenbahn. Die Layouts kann ich euch jetzt aus rechtlichen Gründen leider nicht zeigen, aber die sehen so ähnlich aus wie die Fotos nachher, nur mit anderen Leuten drauf und zusammengebaut halt. Ja, und die Punkerin hatte natürlich, Punkerin hatte natürlich nicht genau diese Frisur, aber die wollten genau diese Frisur. Das heißt, meine Visagistin und Hairstylistin hat eine Perücke genommen, die umgefärbt, in Fasson gebracht sozusagen und dann angebaut bei ihr. Und die eine Seite musste rasiert werden halt. Das hat sie machen lassen, das gab ein bisschen extra Geld fürs Model, das ist meistens so bei solchen Sachen. Und wir haben geshootet, die Straßenbahn und den Bus in einer Remise in einem Verkehrsmuseum in Wien, weil da können wir in Ruhe arbeiten, aber der Hintergrund, beziehungsweise was man durchs Fenster sieht, draußen, passt natürlich nicht. Das heißt, Kunde hat gleich gesagt, das ist kein Problem, das bauen wir ein. Das machte eine Post-Production-Firma, sehr professionell. Haben das auch wirklich super gemacht, muss man echt sagen. Da muss man erstmal die Fotos suchen dafür, das haben die gemacht. Und die haben es auch wirklich super eingebaut. Ich habe es mir im Detail mal angeschaut. Haben sie wirklich super gemacht, siehst du nichts. Also wenn man es nicht weiß, läuft. Da ich das erste Mal für den Kunden fotografiert habe, haben wir sehr viel Licht mitgenommen gehabt und auch genügend Assistenten, die Licht geschleppt und aufgebaut haben und geschaut haben, dass alles läuft. Da ihr schon wisst, Licht nimmt im Quadrat zur Entfernung ab, könnt ihr euch denken, dass wenn wir hinten in der Straßenbahn, ganz hinten und vorne Sonne haben wollen, dass wir da mit einer Lampe nicht auskommen. Die müsste sehr, 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 sehr weit weg sein, damit die hier und da hinten wirklich sonniges Licht macht. Dafür reicht auch die stärkste Blitzanlage nicht aus. Also müssen wir mit zwei oder drei oder vier Lampen arbeiten, die wir so die Straßenbahn längs schauen und schauen, dass sich das nicht so überschneidet. Das kann man schon so einrichten, dass man das nicht sieht. Licht im Quadrat zur Entfernung ab, könnt ihr hier oben schauen, Infobox, die Verlinkung, wer da mehr drüber wissen will, haben wir schon was drüber erzählt. Gut, dann haben wir also die ganze Straßenbahn über längs Licht aufgebaut, relativ kräftige Generatoren, mit den kleinen Blitzanlagen kommt man da nicht weit, das bringt nichts, auch wenn es hinten unscharf sein soll, man braucht da trotzdem ganz schön Leistung. Ja, und dann werden die Leute eingerichtet und dann
probiert man aus, zusammenreden, miteinander reden. Eine schaut in die Kamera, einer nicht. Kunde sagt, was er gerne hätte, oder sie in dem Fall. Kundin sagt, was sie gerne hätte. Und dann schauen wir, dass wir die Kundenwünsche so gut wie möglich erfüllen. So, zu den anderen Fotos von den Wiener Linien-Sujets sage ich euch auch noch ein paar Worte. Und zwar haben wir hier einen älteren Herrn und ein kleines Mädchen. Beide eine dicke Brille und sollten ihre Aktentasche und den Rucksack auf dem Schoß haben. Die Aktentasche sieht man hier jetzt gar nicht mehr. War allerdings relativ wichtig am Anfang. Hier beim 24-Bogen-Plakat ist es so quer, dass es weg ist. Beim Hochformat wird man es wahrscheinlich sehen bei den Anzeigen. Das war auch sehr witzig, weil mit Kindern ist es immer relativ schwierig, wie weit checken die das, was man will, und wie weit können die stillhalten. Sie war sehr brav und hat es super gemacht und hat auch ein entzückendes Lächeln, und ich finde, er ist auch cool. Schaut wirklich super aus. Hinten haben sie auch wieder super eingebaut. Da ging es 5-mal hin und her, was anziehen, was nicht anziehen, damit das auch richtig passt, damit der Richtige den richtigen Rucksack aussuchen, die richtigen Brillen aussuchen und, und. Solche Sujets müssen auch im Sommer wie im Winter funktionieren. Da muss man auch aufpassen, dass man nicht zu warme Sachen oder zu kalte oder zu sommerlich oder zu winterlich angezogen ist. Also am besten immer irgendwas, was relativ neutral ist. Hinten stehen wieder ein paar Komparsen rum und das war es dann auch. Das war ganz schwierig in der U-Bahn, weil die haben uns den U-Bahn-Wagen wirklich auf ein Gleis gestellt, wo nebenan nur noch Wand war. Da ist wirklich nur noch Wand gewesen. Von der Seite kamen wir überhaupt nicht mehr mit dem Licht dazu. Also haben wir oben drüber über den U-Bahn-Wagen mit 3 wirklich starken Lampen voll gegen die Wand geblitzt, dass auch unten in die Fenster wieder Licht reinkam. Die Fenster selbst sind da gar nicht mit drauf. Und wir brauchten aber trotzdem Licht rein von den Fenstern. So, und da war es sehr, sehr eng und zeitlich auch relativ limitiert. Aber ich denke, auch das haben wir nett hingekriegt. Da ist auch, musste abgeklärt werden, kriegen wir die Genehmigung von den Fußballvereinen jeweils, die original Leibal-Trikots zu kriegen. Haben wir gekriegt. Und ich hätte es ja auch nett gefunden, wenn sich beide gegenseitig anlächeln. So ist eine kleine Hierarchie entstanden. Ja, ist jetzt auch nicht so schlimm. Soll ja Zusammenhalt symbolisieren, passt schon. Aber mich hätte es auch wirklich nicht gestört, wenn sich beide wirklich so nett angelächelt hätten. Gut, die zweite Kampagne war über ein Bundesministerium, eine Lehrlingskampagne, wo auch Plakate eben draus gemacht wurden. Und wir haben hier das eine Mädchen an einem Laptop fotografiert mit einer Drohne daneben, die so aussieht als für Coding. Und das sollte so ein bisschen nach Garage ausschauen. Und eigentlich hat sich mein Studio eh angeboten, weil es sehr dunkel sein musste, damit man den Text lesen kann. Und da hatten wir jetzt die Vorgabe, da haben wir kein Casting gemacht in dem Sinne, sondern wir haben die Leute gesucht, die auch wirklich diese Jobs machen. Coding gibt es noch gar nicht so richtig lange in Österreich, oder ich weiß gar nicht, ob es überhaupt schon gab. Das war knapp, da jemanden zu finden. Und die andere Geschichte war irgendwas mit Mechatroniker oder sowas für das andere Plakat. 2 Plakate waren und 4 Anzeigen. Jedenfalls, die Leute waren alle echt. Das heißt, wir mussten da wirklich am Ministerium fragen, dass wir Vorschläge gekriegt haben, und haben die dann angeschaut, und Agentur hat dann mit dem Kunde gemeinsam ausgesucht, wer genommen werden kann. Da muss man als Fotograf wirklich mit den Leuten arbeiten, die quasi einem vorgesetzt werden. Das ist auch sehr spannend, weil denen muss man wirklich alles sagen. Das sind keine Models, die stehen das erste Mal vor der Kamera, die meisten. Und denen muss man wirklich sagen, wie was geht. Insofern, wenn ihr euch Routine holen wollt, Fotos machen, 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 machen. Ja, je öfters ihr Leuten erklärt habt, wie sie stehen sollen, dass es cool ausschaut, Kopf ein bisschen hoch, Kopf ein bisschen tiefer, seitlich, was auch immer. Je mehr ihr den Leuten sagen könnt, desto mehr Sicherheit kriegen die und desto entspannter wirkt das nachher. Okay? Das ist eine ganz andere Geschichte gewesen. Das war aber auch sehr spannend. War auch schick. Hier haben wir zum Beispiel bei dem Foto mit dem Mädchen, mussten wir das Licht sehr speziell machen, weil das sollte so ausschauen. Kunde wollte gerne, dass es so ausschaut, als wenn es Licht vom Laptop kommt. Natürlich reicht das Licht für ein Foto beim 16-Bogen-Plakat, was vom Laptop kommt, niemals aus, um das schön zu beleuchten. Was haben wir also gemacht? Hier auf den Laptop weißes Papier geklebt und dann von hinten beim optischen Spot
voll auf das weiße Papier geleuchtet, dass wirklich nur das weiße Papier beleuchtet wurde. Und das hat dann so stark reflektiert, weil der optische Spot, der hat 3000 Wattsekunden, da kommt schon dann ganz ordentlich Licht zurück. Den haben wir gar nicht hochdrehen müssen, weil wir sowieso hinten unscharf wollten. In dem Fall war der sicher nicht mal auf voller Leistung. Und da kommt dann wirklich Licht zurück. Dann haben wir noch überlegt, ob wir es ein bisschen blauer machen. War uns aber zu viel, war nicht mehr wirklich gemütlich. Kann man aber sich durchaus, ist durchaus Gedanke wert, ob man das einfärbt. Gut, dann haben wir reichlich Kabel hingelegt und ein bisschen was gemacht. Da Fotografen werden erkennen, dass das viele Fotografenkabel sind. Das macht aber nichts. Alles gut. Gut, die anderen Sachen mit den Skispringern zum Beispiel, das war eine Geschichte, da sind wir nach Salzburg gefahren. Die waren beim Training, waren da zusammen, haben auch einen Film gedreht gleichzeitig. Die hatten wir nur sehr kurz, für ein paar Minuten, haben einen riesen Aufbau gemacht, um die alle einzeln zu fotografieren und dann werden die zusammengebaut, je nachdem, wie der Kunde das gerne hätte. Gut, ich hoffe, ihr habt ein bisschen einen Einblick bekommen in die Arbeit. Ich finde das nach wie vor sehr spannend. Natürlich wiederholt sich auch für mich so nach so vielen Jahren einiges hier und da, aber es sind immer wieder neue Sachen, es sind immer wieder neue Herausforderungen und ich mache es wahnsinnig gerne nach wie vor. Ist ein guter Job. Okay, dann hoffe ich, ihr habt was gelernt oder zumindest diesmal einen Einblick bekommen ein bisschen in Profifotografie und vielleicht ergibt sich mal, dass ich euch mal oder dass wir auch mal das Fototeam mitnehmen können, das Videoteam zu einem Job. Ich glaube, das ist allerdings sehr schwierig, weil eben Kunde dabei ist und wir da wirklich dann arbeiten müssen. Gut, dann hoffe ich, dass ihr so ein bisschen Einblick bekommen habt und vergesst nicht, wenn euch der Video gefallen hat, Daumen hoch und bitte klicken. Und ansonsten freue ich mich, wenn ich euch wiedersehe auf meinem Kanal Arndt Oettings Wunderbare Welt der Fotografie. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.